Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde. Ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Bonjour. Und ihr seht, das Chaos nimmt seinen Lauf. Wir haben ja in der letzten Folge, ist ja leider der Abbruch gewesen. Wir hatten mal ein Update gemacht bei den Umschlagplätzen. Umschlagplätze, ne? Und Lade, warte mal, Lade. Ladestation, LKW-Station. Oder halt Ladestation. Und da mussten wir die alten noch ersetzen, die da von früher drauf waren. Und das haben wir nicht gemacht. Deswegen kommt jetzt die Rechnung dafür. Aber wir müssen uns eh was einfallen lassen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen jetzt einmal einen Komplettumbau. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal Entschuldigung dafür, dass es letztes Mal so in einem Abbruch geendet ist. Aber ich mag es auch nicht, wenn man dann noch irgendwas reinschneidet. Hauptsache, damit man seine 40 Minuten voll kriegt. Es ist schon okay, so wie es ist. Und ja, das ist die ungeschnittene Wahrheit. Sowas passiert mal. Wir brauchen uns davor auch nicht dafür auch nicht verstecken. Ich denke, jeder von euch kennt es selber. So, jetzt haben wir Zugang, genau. Zugang staubige Landstraße, Zugang Stadtstraße, Zugang Landstraße. Dann würde ich hier reinfahren. Dementsprechend auch da hinten wieder raus. Ja, wir bauen das jetzt komplett um. Und werden dann auch. Ah, guck mal, dann passt das nämlich auch. Habe ich mir fast gedacht. Laden zwar nur ab, aber es könnte ja nochmal irgendwas. Wollte ich gerade sagen. Und sieht auch ein bisschen hübscher aus. So, also wir fahren dann. Du wolltest doch bloß wieder nur Toiletten einsparen eigentlich für deine Mitarbeiter. Jetzt gibt es wieder nur Lagerhäuser, keine Personalräume. Super. Ja, genau das wollte ich. Oder so. So, wir wollen stromifiziert. Hoppala. Ein bisschen kreiseliger. Ja, und nicht nach oben, ne? Und da durchkommen. Ja, genau. Ja, Wie, hm. Ja, doch. Funktioniert. Optisch. Das ist nur, weil wir so nah am Wasser gebaut sind, ja. Ja. So ist das für dich ein bisschen besser, ne? Ja, das sieht optisch. So, und dann wollen wir daran. Ja, ich weiß, es ist einfach, weil wir hier auf Wasserebene sind. Deswegen ist ja hier auch Sandstrand und das ist hier halt auch schon von der Struktur her. Wenn ich das jetzt glätte, dann haben wir Wasser. Aber wir können es anpinseln und dann sieht das nachher auch wieder gut aus. Ja, und keine Düne. So. Genau. Ja, wieder zurück auf die Straße in einem sehr schönen Winkel. Hat jetzt ja, die Straßen waren zwar nicht, weil es entgleist ist, aber ja. Hier gehen wir jetzt so mit Eisen auf die 4. Dann müsst ihr theoretisch genau das machen, was ich mir wünsche. So hat man hier die Kreuzung nicht mehr. Und hier hat man auch die Kreuzung nicht mehr. So. Das gleiche machen wir jetzt nochmal mit unserem anderen Trams. Wir hatten das nochmal nachgebaut und nochmal umgeplant, aber das hat nicht so funktioniert, wie wir das wollten. Deswegen gehen wir wieder in Terminal 2. Nehmen den einen Wegpunkt noch wieder raus. Wegpunkt wieder raus und dann ist das auch alles wieder so schick, wie wir es hatten. Dann nehmen wir noch an der Stelle die 3 mit dazu, falls es mal zu viele sind. Und bei der Eisenlinie können wir hier noch die 5 und die 6 hinzufügen. Dann können sie nämlich da reinfahren, wie sie möchten und wie sie es brauchen. Weil wir haben ja doch einiges an Eisentrams darüber geschafft. Die müssen natürlich da jetzt alles wegholen, genauso wie die Kohle. Da hinten müssen wir auch nochmal gucken, ob wir noch genügend haben bei dem Eisen. Rampen zum Beladen. Oder ob da schon. Ja, das. Also wenn ich mir das angucke, sollte das reichen. Aber ich kann auch gerne nochmal draufklicken und gucken. Okay.
Ist im Rahmen noch. Aber okay. Wir haben jetzt ganz viele neue Trams drauf gesteckt. Ich hoffe, das reicht aus. Auf jeden Fall fahren sie hier fleißig. Wenn sie auch 60 fahren, ja, die Straße gibt es ja. Ja. Aber ich kann sie auch gerne noch. Oh, guck mal, da Wasser zu. Oh. Okay. Das läuft eins. Guck mal, die große Kugel ist auch weniger geworden da hinten. Das passt alles soweit. Hier haben wir auch, hier fällt gerade ein großer Zug rein. Das heißt, es wird auch gleich wieder hoffentlich alles abgeholt an Kaffee. Ja, doch, müsste klappen. Alter, was bringt da ein Kaffee mit? Okay, 180. Ja, das passt auch noch alles. Ja, okay. Wir haben ja sehr, sehr viel umgebaut und da kann sehr, sehr viel schief gehen. Gehen, ja. Okay, dann gucken wir jetzt mal. Hier liegt hier schon Baumaterial für die zweite Runde. Nee. Liegt da nicht, aber der müsste Baumaterial können. Der kann auf jeden Fall Baumaterial. Wir haben einfach nur noch nicht genügend. Doch, wir haben mehr Produktion als Versand. Ja, nicht, wenn er dann die erste Runde fährt. Das ist das dann. Fährt die... hier ran. Dann müssten hier. Da hatten wir ja geguckt. Die grünen einzelnen fahren ja darüber. Wir gucken mal, welche Linie. Die lilanen fahren hier. Das ist die Spritlinie. Ja, aber die ist ja nicht auf Sprit. Oder haben wir die auf Sprit? Ja, die gefährdet? Kommt aber von links. Die kommt ja von der Raffinerie. Die fährt ja gar nicht hier lang. Haben wir doch noch einen Fehler drin. Sind wir wieder zu einfach gewesen. So, sieht schon cool aus. Ey. Jetzt ist die Frage, welche Linie fährt jetzt hier lang zurück? Das ist die lilane. Die lilane, ja. Ja, dann müssen wir die lilane. Die würde ich nicht verlängern. Die hat schon drei Haltestellen. Ich würde einfach eine kleine schnuggelige Bausteinlinie machen. Großen LKWs, ja. Die wir mit Wegpunkt oder sowas hier hinten dran festbinden und dann damit abliefern. Oder wir kommen von der anderen Seite rein. Achso, meinst du, dass wir außen rumfahren? Ja, dass wir über den Ring reinkommen. Dass wir uns eben über den Ring, ja, und dann Bindung machen. Ja, so. Und dann da reinfahren und dann wieder raus. Das können wir auch machen, ja. Das ist eine gute Idee. So. Dann, also wenn wir das gleich abgeschlossen haben, dann haben wir aber auch wirklich soweit alle Städte verbunden. Die genau. Fehlt wirklich nur noch Berchtesgaden und das ist unser nächstes Megaprojekt. Gütertruck, PS, Bauma. Kriegt noch eine Farbe für Baumaterial. Dann halten wir hier drin an. Platz, ja, auf der anderen Seite haben wir noch Platz. Meckert, Alter. Okay, da will er nicht hin. Da wird die 7. Hat er ja noch keinen Gegenpart. Mal gucken, wie er das machen würde. Ist auch eine Idee. Dann rumfahren wir doch. Ja. Ich glaube, das nehmen wir sogar so. Ja, ne? Ah, da kollidiert er jetzt nicht wirklich, ja. Wenn er da auf der linken Spur kommt. Alles perfekt. Nehmen wir. Boah, jetzt noch ein paar LKWs. Nächster Halt ist Aschaffenburg. Straßenfahrzeugdepot. Dann würde ich mal gucken, Bauma in Groß. Der kann alle Güter, die haben wir auf der anderen schon unterwegs. Ja, fährt 80. Also, wir können mal auf Bauma begrenzen. Wir können auf Bauma und auf Höchstgeschwindigkeit gehen. Weil 80 fahren wir im Moment auf der Strecke. Fahren wir da? Ja, die aktuellen, die alles können, fahren 80, die ganz unten, die L11, 13. Ach, stimmt. Bei uns vielleicht Switche mit Plane. Was macht der? Die fahren alle 70, das ist der einzige, der 80 hat. Trotzdem den nehmen. 6 Stück. 7. Dann kaufe ich 8. Dann schön lackieren in Rot. In Rot?
Baumarot. Erklären wir zu Baumarot. Okay, habe ich verstanden. Ja, jetzt noch das Auge aus und dann sehen wir auch die Linie, genau. Das ist ja eine tolle Linie. BS Baumar. Hübsches Rot. Boah, die Spanten hinten an der Ladeflächenklappe ist auch rot. Das sieht sehr schön aus. Finde ich auch. Sehr hübsch. Okay. So, jetzt haben wir soweit das alles fertig. Das heißt, jetzt spätestens müssten hier Baumaterialien für uns rausfallen. Und da sind sie. Sogar Burger sind hier. Es? Welcher Zug bringt den Burger hierher? Kann ja eigentlich nur der von da vorne sein. Ja, aber die bringen doch Burger hier hin. Ja, aber auf den Linienpunkt haben wir noch keine Burger gehabt. Nee, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe mich auch gerade gefragt. Da, ja, nehmen wir Pendel. Pendel. Aber der kann doch keine Burger. Der Braunschweiger Zug kann doch keine Burger. Doch, das ist der, der Stein mit hierher bringen soll. Ja, das ist ja richtig. Das ist ein Allrounder, der kann alles. Ja, aber der von da aus dann weiterfährt nach Braunschweig, ist doch kein richtiger Allrounder, oder kann der etwa Burger? Der kann Burger. Ich meine den mit der mit der Baureihe 150 schräger E50 vorne dran. Ungenwagen. Burger so sperrig, dass sie auf Rungen passen? Ja. Sag ich dir. Da. Das ist wahrscheinlich der eine Waggon. Da könnte. Ja, super. Aber die sollen ja auf den anderen umsteigen. Die sollen ja mit dem Braunschweig-Skopau-Versorger-Pendel fahren. Wo ja E-Bürger mitfahren. Und wo wir auch genügend Kapazität drauf haben. Wo wir 78 Millionen Minus mitfahren. So wenig Brötchen. Ich sag's doch. Also es werden alle versandt. Und dann hapert es Fleisch. Fleisch. Fleisch ist noch so ein... Aber wir sind auf voller Produktion. Das heißt, es wird nicht genügend abverlangt. Ja, weil das Zeug steht ja nach Ufburg. So, auf jeden Fall haben wir hier eine Nachfrage, die passt auch. Okay, also, das heißt, wir haben jetzt Baumaterialien auch für Braunschweig. Lieferanten 111 aus der Baumaterialfabrik Skopau. Nichts anderes. Das ist auch ganz wichtig, dass nicht von irgendwo anders noch Baumaterialien kommen. Na? So, genauso muss es aber auch sein in Kantopolis. Genau, wir haben 5 Fabriken, von dort kommen die Sachen. Nicht von Skopau, nicht von Berchtesgaden oder Bürgerbraterei. Achso, hier Bürgerbraterei. Achso, wir haben 2 in Kantopolis, ja, okay. Ja, auf der anderen Wasserseite ist ja auch noch eine. Und hier ist es genauso. Also, läuft alles sehr gut. Ab nach Berchtesgaden. Hier ist ja schon ordentlich gewachsen, die Stadt. Wenn ich mir das so angucke, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal die Straßen ein bisschen mitnehmen. Ohne elektrisch? Genau. Nicht. Weil die längs verlaufen, die quer verlaufenden sind jetzt noch nicht so wichtig. Die sind auch wichtig. Okay, das wird entfernt, damit kann ich leben. Hier wird nur verschoben. Und hier oben, die müssen wir auch haben, weil die auf die Hauptstraße geht. Okay. Läuft. Jetzt. Oh, jetzt hat er hier schon eine Querstraße gebaut. Huch! Oh! In eine Richtung. Ey. Mal von der Höhe her. Ja, doch, können wir so lassen. Okay. Also. Ja, jetzt pack mal die Tunnelbohrmaschine aus. Die Tunnelbohrmaschine aus, okay. Berchtesgaden möchte doch zu den zu den Sommerspielen in München doch fit sein in 10 Jahren. Aus das der Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7. Also jeweils 7 lang, Manu, merken. Ne? So,
dann geht es hier in den. Muss gucken, wenn wir jetzt den abreißen, ist der Tunnel weg. Das wollen wir nicht. Aber wir können natürlich hier raus. Eine Ebene. Ich denke mal, wir werden uns so auf eine 100 begrenzen. Ne? Ja, also viel schneller würde ich eine Stadtbahn nicht machen. Ja, sonst wird der Radius ja auch flexen. Gucken mal, wie da ist. Boah, ein Träumchen. Ein Träumchen. So, dann, ich würde sagen, wir bauen erst den Bahnhof. Erst die Bahnhöfe und dann anbinden, genau. Was hatten wir da gebaut? Achso, die hatten wir überlegt, aber das kann ich ja nicht bestimmen. Keine Widerworte, sagen wir es mal so. Achso. Kann man natürlich auch so sehen, ja. Zweigleisig, kleines Gebäude. 60 Meter erstmal. Overpass heißt oben drüber. Ah, genau. Kleines Gebäude, zweigleisig, schnelles Gleis mit Oberleitung. So ungefähr war der Plan, ne? Ja, so Pi mal Daumen. So, und hier haben wir jetzt das Gebäude, das heißt, kann ja noch ein paar Gebäude nebensetzen gleich, aber also du wolltest da jetzt, so haben wir noch gar nicht besprochen, ne? Vorbesprechung noch gar nicht beendet mit Manu. Mal ein bisschen Fläche generieren, genau. Bernie wird's freuen. Endlich mal wieder ein bisschen Erde loswerden. Bernie Erde. Bernie Erde, so, 1-1. Zop. 60 müsste ja, oder 50. Entschuldigung, müsste ja reichen, genau. Voll auflassen, dass man mit der Bahn da auch reinkommt. Stadttyp. Längs muss ich noch, so. Ich würde jetzt nicht überall diesen Zop machen, ne? Naja, wir müssen mal gucken. Nee, aber das könnte man ja hier als Umstieg Richtung Bahnhof. So, nehmen wir das. 10 Meter Stadtstraße mit elektrisch. Dann können wir einmal an die Straße rangehen. Gucken, dass wir so ein bisschen ausrichten nach den anderen Straßen. Okay, dann haben wir hier wieder unsere normale. Erstmal ohne. Am liebsten gerade. Ja, das finde ich gut. Ob wir da noch irgendwas Hübsches hinkriegen. Ah, da kriegen wir keine Straße drunter durch, aber ich glaube, hier wäre das möglich. Ja, also hier sieht es zumindest auf deiner Seite machbar aus, ja. Könnte man nämlich theoretisch, wenn man jetzt sagt, wir wollen ja eh, wenn dann an eine Straße ankreuzen, sozusagen. Dann würde man da sogar drunter durchkommen. Ja, warte mal. Wir wollen natürlich die Gebäude hier oben auch haben. So müsste das hinkommen. Willst du eine schräge Kurve haben hier, oder? Passt so. Okay. Ich denke nämlich auch, kann man ganz gut so machen. Wenn die Tram nämlich da hochfahren, die Leute ausladen und in die Stadt. So, und die andere Seite vom Zopf müssen wir mal gucken, wo wir die klemmen. Vielleicht da hinten an der Kurve. Genau. Geht.
der Straße geht vielleicht ein Gebäude flöten. Rechte Bogen machen eine gerade. Oh, wird ein Gebäude abgerissen. Ist ja unglaublich. Oh, das sieht doch noch gut aus. Mann, oder? Und ihr denkt immer, ich baue so gut. Das bin gar nicht ich. Oh ne, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur die hier Ecke hier hinten weg haben. Das habe ich ja gut hingekriegt. Gut, dann bauen wir mal die Bahn weiter. Ja, Bahn weiter bauen finde ich super. Sagen, gucken wir, dass wir mal an den Bahnhof da kommen. Dann gucken wir, wenn das mal direkt anklemmt, was passiert. Das ist natürlich nur Tunnel, ne? Na, Basistunnel, nee, wollen wir nicht. So, lass uns mal was versuchen. Nee, hier. Straßenebene was zu kriegen. Genau, das ist nämlich. Bisschen Abstand, dass noch Häuser sich dran bauen können. Genau, und dann hinter den Häusern längs machen, oder? Ja, genau. So war ja dein Plan. So war der Gedanke zumindest. Von Plan würde ich nicht reden, das wäre zu viel gesagt. Ja, mach doch mal einen Plan, Mann. Dann aus der Zweispurigkeit wieder in die Einspurigkeit geraten. Würde man eigentlich direkt hier an den Bahnhof machen. Würde ich, Oder zumindest auf einem geraden Stück dann. Genau. Habe ich nämlich auch gedacht. Erstmal raus aus dem Bahnhof, sonst hast du nämlich mehr Sinn. Na gut, so viel Verlust hat man da auch wieder. Geht weg. Können wir locker mal so nehmen. So, wenn wir jetzt da unten anschließen, dann haben wir natürlich eine 79. Wenn wir da jetzt in der 100 bleiben beispielsweise. Steigung kriegen. Okay. Ja, ich würde eine mittlere Steigung nehmen. Das ist ja das ist gerade ein Stück. Wir sind Ticken zu lang für die Aktion. Ja gut, da muss man sich natürlich ranpirschen, ne? Das ja. Ist wie. Ja. Ja, damit der Zug ehrlich dann auch funktioniert. Genau. Guck dir das an. Ist das nicht. Ah. Also wenn ich das bauen würde, würde ich es genau so bauen. Okay. Also hier haben wir die Einspurigkeit, das heißt, der andere Zug muss hier so lange warten, bis der andere aus dem Bahnhof hier wieder reingefahren ist. Und das ist auch gut so. Ja, und dann lang an der Industrie vorbei schleichen, würde ich sagen. Ja, wir gucken mal, dass wir in einem 100er Bereich bleiben. Probieren wir mal kurz nochmal das hier ein bisschen zu ebnen. Ach, Pech des Gorn verliert ja, gleich mal ein Kohleberg, Pech, du. Ja, weil du wieder zu langsam reagiert hast mit der Infrastruktur. Dein Ernst, ist doch immer dasselbe bei dir. Hättest du ja ruhig mal drauf aufpassen können und selber mal machen können, ne? Ah, das ist nicht so schön. Ja, da würde ich zweigleisig machen. Ach so, stimmt, da müssen wir ja zweigleisig machen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier drunter durch und drüber rüberkommen. Und unten durch die Steige durch und hier oben über den Tunnel rüber. Also das wird nicht einfach. Mit dann nach links. Gar nicht. So, müssen wir mal gucken, ob wir da noch mit dem zweiten Gleis durchkommen. Ich mir fast gedacht. Erwischen wir das eine Haus und das nächste gleich mit.
Aber es ist gar nicht so schlimm jetzt. Passt ja schon ins Wort. Okay, das ist doch schon nicht so schön. Aber wichtig ist, dass wir da hinten den Tunneleingang haben. Alles andere können wir ja noch variieren. Also Tunnelbohrmaschinen nochmal frisch ansetzen. Da rausziehen, oder? Warte. Ah ja, wir füllen auf. Warum baut er mir denn da jetzt einen Tunnel hin? Keinen Tunnel. Achso, weil wir so weit rüber gehen, ne? Ja. Wenn wir mal von der anderen, ja, wohl, andere Seite zuerst bauen würden. Die andere Seite des Tunnels? Ja. Mhm. Aus raus. Wenn wir da jetzt rauskommen würden. Boah. Jetzt wird nur der andere Teil schwierig, hier rüber zu kommen. Hier rüber zu kommen, also. Unmöglich ist es nicht, aber es werden dabei Gebäude weit drauf gehen. Oh. So, wir ziehen ihn jetzt einfach mal in dem 100er Radius rum. Klicken. Achso. Dann heben wir ihn nochmal ein bisschen an. Okay, will er nicht so. Achso, weil wir hier so hoch gehen. Wenn wir jetzt... Ja, das ist von der... Von den Möglichkeiten her ist es machbar. Okay, pass auf. Erst Brücke bauen, dann anklemmen. Ne, wir nehmen deinen Trick. Ach, kurz steil und schmerzfrei. Ja, zumindest kurz ein bisschen steiler. Also ich würde jetzt nicht die komplette massive Geschichte machen. Aber. Da noch eine 100 hinkriegen. Nee, die. Will er denn die in der Mitte bauen, Alter? Nochmal die Betonbrücke. Oder so. Hm. Erik. Stehe ich nicht. Und wahrscheinlich, weil das Gebäude da steht. Meinst du? Da wird's gehen. Wie? Und die 91 dann nehmen oder was? Vielleicht ein Ticken mehr? Bisschen weit im Linksdrift. Okay, das ist ein bisschen doll. Von der Höhe her kommt das hin. Warum noch? Also wenn wir auf eine 100 gehen, ja, müssen wir gucken, dann müssen wir den Bahnhof ein bisschen verlegen. Na gut, wir können ja eine Straße zum Bahnhof führen, das ist ja nicht das Problem. Da bauen sich ja auch noch Häuser hin. Okay, habe ich gebaut. Das da ist noch drüber zu. Arbeiten. Jo. Krass. Verrückt. Mit der Kreuzung kannst du ja dann das Gebäude an der Straße zaubern. Meinst du? Boah, so ein Stückchen. Erst das Gebäude und dann die Straße. Dann man setzt den Abstand noch so groß, dass da sich, dass man noch eine Straße hinten dran setzen kann. Wir können die Brücke aber immer noch einen Ticken gerader machen. Die andere Brücke. Ja.
So, und hier hatten wir letztes Mal die hier genommen, um gerade vorzufahren, aber das müssen wir ja nicht unbedingt machen. Wir können ja auch eine normale Straße nehmen. Kannst du ja noch eine T-Kreuzung davor machen. Wäre ja dann schlau, erst die andere Straße zu setzen. Erst die gerade Straße bauen, genau. Und dann die Verbindung. Wir wollen ja die Entwicklung der Stadt nicht bremsen. Du willst die Entwicklung der Stadt nicht bremsen. Ja, wenn der Bürgermeister sagt, er möchte Promotion haben für die Stadt. Promotion? Promotion. Ich würde die Straßen aber kaufen. Nicht, dass die anfangen, hier irgendwas Ungeplantes zu tun. Wollen wir den Tunnel noch aufreißen? Oder wollen wir den als Tunnel laufen lassen? 90 im Eingang Bahnhof, das ist okay. Nee, finde ich nicht. Geht gar nicht. Das finde ich okay. Das ist nicht ganz am Bahnhof dran. Nee. Wolltest du nur erwähnt haben. Ja. Das habe ich extra gemacht, damit du mir Bescheid sagen kannst. Da wollte ich gucken, ob das dann auch alles funktioniert mit der Kommunikation mit dir. Weißt du, dass ich die Brille auf habe beim Arbeiten? Spätestens, wenn die Zuschauer das sehen und uns die Kommentare geben, Alter, das schon wieder kriegt, übersehen oder was? So, cool, jetzt haben wir noch einen Bahnhof vor uns. Ja. Der ist dann davon auf Höhe der Einmündung, würde ich sagen. Also müssen wir hier nochmal Fläche. Achso, da haben wir schon Fläche gemacht. Relativ eben sein. Ja. Gebäude. So, hier können wir ja mal ein großes Gebäude. Direkt an die Straße rankommen. Oder willst du wieder mit so einem Weg machen? Nö. Ah, ist vielleicht besser, ne? Ja, ein Stück Abstand, damit man von der Kurvenradius hinten rauskommen. Habe ich doch nicht geebnet, habe ich nur die Fläche angeglichen. Gesmoothed. Wundere mich gerade, warum der so hoch wollte. Ja, ich glaube, das ist doch besser, wenn wir ihn ein bisschen rausziehen. Konnten doch jetzt auch schon hier Karstraßenkonstruktion. Stadt alt, Stadt neu. Was denn? Möchten Sie ein Kreisel? Also vor dem Bahnhof ist doch gar nicht so unnett, oder? Könnten wir dann eine Straßenbahnhaltestelle dran zaubern. Ein Kreisel reicht mir dann auch. Ja, so ein doppelten, es gibt dann so komische. Noch mal eher ein kleineres Gebäude. So. Ach, guck mal. Sehr schön. Beiwagen für den fürs Ferkeltaxi. Fürs Ferkeltaxi. Taxi, Taxi. Der V300. Hey. Und noch eine Wiener Typ F. Mit ausreichend Rollmaterial. Oh. Ein Tanker mit 63. Zisterna. ET25 in dreiteilig. 31. Wie? Würde hier, weil wir hier wohnen. Ach nee, das ist das Geschäft, ne?
Idee noch. Ich würde da trotzdem Tunneln, ja. Gucken, dass wir da irgendwie mit Tunneln arbeiten. Ja. Schöner Übergang, nette Transition. Okay, dann haben wir den. So, und jetzt nur noch die Strecke bis zum Hauptbahnhof. Können wir mal am Hauptbahnhof anfangen. Aber wir werden erstmal hier mit runter durch müssen. Aufbauen. Was? Können wir ja dann auch unsere Zuführung mit verbauen. Machen wir gerade. Portalmäßig. Könnte es funktionieren, ja. Ja, ne? Matthias 100, genau. Und nicht Alltag. Mal was anderes, um von oben nicht zu sehen. Sehr gut. Dämpfen wir mal. Klempfen wir mal direkt an, oder was? Da kannst du aber aufreißen. Achso, könnte ich aufreißen, ja. Okay. Oder... Oh. Dann geht später mit einer Straße hier hoch. Oh ja, das kann man natürlich auch machen. Ja, dann lass das mal so, wie es ist. Das Gleis noch daneben und dann eine Form Bahnhof nur noch sich wird bis zum das auf beiden Seiten Wartezeit. Ja. Hier hast Stimmt. du die eine, da hast du die andere. Und damit da müssen sie sich eintakten. Ja, und jetzt noch die Zuführung vorne. Am Bahnhof. Ja. Am Bahnhof wird es ein bisschen schwierig. Herauskommen. Da an. Auf das du rausziehen musst. Ja. Werde ich wohl müssen. Da war eine 85 in der Kurve. Rausziehen. Guck ich gleich. Achso, nee, das nicht. Signale. Signalscher. Das Freigabe ist hier hinten, das passt. Also ich habe da eine 109 gesehen. 80 gesehen. Ja, da hinten ist eine 85. Ist natürlich ärgerlich. Muss ich die nochmal wegreißen. Ja. Da bleibt die 85. Das haben wir aber nicht gewettet. Ne, das haben wir wirklich nicht gewettet. Das haben wir auch nicht verdient. Gerade ziehen. Mit einer 99 könnte ich in dem Sinne leben. Ich würde erst die Strecke gerade machen und dann ausgleisen. Oder eingleisen. Ja, dann eingleisen, genau. Oder weggleisen. Kann man mitarbeiten, ja. Ja. Braucht man keine Signale. Erst an den Engstall. Haben wir da keine Hinsätze? Meinst du, es geht so? Bahnhöfe wirken wie Signalen bei Linienverkehr. Ja. Eigentlich nur den Rest der Strecke noch signalisieren. So, wie nennen wir das Kind? Stadtbahn? S1?
SB? S, ja, S ist natürlich auch eine gute Idee. S1. In Bichtisgarten. Oh, denn. So, dann fangen wir hier an. Gern zum nächsten. Fahr nach Süd. Fahr nach West. Nach Ost. Fahr nach Nord. Okay. Also echt so benannt, krass. Super. Also das hätte ich jetzt auch nicht. Okay, der hat es noch nicht ganz hingekriegt. Ja, wir müssen dann wieder Rückweg noch machen. Ja, wir müssen ja auch noch den Rückweg machen. Ja, du musst trotzdem mit 5 anfangen und mit 6 hier enden. Oder welcher ist denn jetzt welcher? Eine 6. 5 müssen wir anfangen. Rückweg haben wir noch nicht gebaut. Nee. Deswegen wieder durchfahren. Guck doch mal genau hin, Mensch. Ist wieder vergessen, hier zu verbinden. So, also, wir fahren 5 los und kommen 6 an. Aber. Und dann von 6 wieder los. Über Nord. Ost und Süd. Zurück. Dann hat er auch kein Problem mehr. Jetzt müssen wir natürlich noch. Fährt er zweigleisig? Wahrscheinlich nicht. Ja, das müssen wir dann mit der Signalisierung, würde sich das, glaube ich, ausgehen dann. Also, wir würden dann hier rausfahren. Hier rausfahren. Ich würde das auch so beibehalten, dass wir hinter den Bahnhöfen die Signale machen. Mhm. Sonst hast du nachher die mitten auf der Strecke stehen und zu nah beieinander. So, dann gucken wir jetzt nochmal. Hat er natürlich nicht hingekriegt. Die Bahnstrecke wahrscheinlich falsch. Das heißt, hier fahren wir. Mit der 2 auf Terminal 2. Mit der 2 auf Terminal. Ah, doch. Wir sind eigentlich losgefahren. Dann fahren wir Süd. Von Süd fahren wir weiter nach Ost. So, Ost brauchen wir dann. Hier nicht verbunden? Fragezeichen. Haben wir irgendwo noch Strecke vergessen? Hier vielleicht irgendwo nicht verbunden. Das ist alles verbunden. Das ist alles verbunden. Auch verbunden? Huh. Ich würde mal nochmal checken. Was möchtest du checken? Ja, dass die Bahnstrecke stimmen wahrscheinlich alle nicht, weil er immer der Meinung war, wir sind eingleisig durch das eine Stück, was wir am Anfang vergessen haben. Ja, das müssen wir natürlich. Also machen. Ost, das heißt, geht dann auf die 2. Ost. Auf die 2. 3 auf Terminal 2. Und in Nord geht die 4 auf die 2. Okay, ja, dann. Dann kriegt das auf die Reihe. Dann kriegt das dann, okay. Ja gut, wir hatten keine Weichen dazwischen, ne? Ja, genau. Das stimmt. Gut. Ja, jetzt das ist schon mal aufregend, muss ich sagen. Wir haben ja gesagt, wir machen ein paar Sekunden länger. Das heißt, wir suchen immer noch den Zug des Jahrzehnts. Beziehungsweise, wir müssten jetzt eigentlich dann schon mal überlegen, was wir aufschicken. Die Entscheidung war ja schon da, ne? Ja, diesen Shin... Wie bitte? Ja, irgendwas, was mit Schienen anfängt und ich mich verschluckt habe. Weiter oben war der. Ganz weit oben. Ganz weit oben? Ne, war 2 über dem roten Pfeil. Einen würde ich schon nochmal kaufen, damit der überhaupt was rausschickt. Ich würde 2 da auf jeden Fall schon mal draufschicken und dann nachbessern, wenn wir Bedarf haben. Bedarf haben, genau. Da ist die S1. Soll der noch eine andere Farbe bekommen, oder? Ja, weißt mal die. Nö, aber ich will mal Linienfarbe ausprobieren. Funktioniert das ja. Weißt du, ja. Nein. Nö, funktioniert nicht.
Habt aber auch hier ordentliche Scheinwerfer, ist wa? Ja. Wollen wir mutig sein bei Ingame-Kamera? Innen, denkst du? Okay, hat geklappt. Was? Da oben fährt er längs? Stimmt. Wir haben da ja das große Kreuz gemacht. Das Knotenhub. Da fahren wir mal mit. Das gucken wir uns mal an, die Zuführung. Du musst jetzt hier rechts abbiegen. Ah, sehr gut. Also meine kategorische Kenntnis ist noch okay. Funktioniert noch. Ja, an dem Ruckeln, wie gesagt, versuchen wir noch mal ein bisschen was dran zu feilen, aber was das Spiel nicht kann, können wir natürlich nicht wettmachen. Ne? Also von daher... Auch nicht mit NASA-Hardware. Genau. Sieht aus wie... Oh, nein, darf ich nicht sagen. Sieht sehr, sagen wir mal, zeitgemäß aus. Sieht aus wie aus einer Fernsehserie. Mhm. Ja, haben wir Signale vergessen auf der Strecke oder so? Könnte durchaus passiert sein. Ja, da fährt gerade eins durch den Signal. Jetzt, ja, da, der Kurve war jetzt gerade der Zug noch. Der Schnellzug. Oh, beschleunigt aber relativ gut, ne? Mhm. Mich würde bloß gerade das Paradoxum interessieren. Wir fahren mit einem 1000 mm Zug auf 14.035 mm Gleisen. Hm. Echt? Ja, im Ursprung ist das 1000 mm, also nicht alles, was im Spiel funktioniert, ist in der Realität auch machbar. Ja, die japanischen Nahverkehrszüge haben in der Regel 1000 mm Gleis. Nur der Fernverkehr hat 1435. Das fühlt sich aber schnell an jetzt, wenn wir so wie wir fahren, wa? Ja, 115, 16, 17, 18, ja. Geht. Nicht schlecht. Hat denn der im Führerstand überhaupt Halter, dass er sich bei der Geschwindigkeit festhalten kann? Guck mal eben. Eher schwierige Sitzposition. Also da müsste man mit der Berufsgenossenschaft nochmal verhandeln. Also ich habe mir die nicht ausgesucht. Ja, sieht sehr schwebend aus. Ja. Sicheres Auftreten und so. Läuft. Mhm. Ja, wie war das mit Konfuzius? Du kannst auch ohne Stuhl sitzen mit der notwendigen Konzentration. Das erinnert mich hier... Wenn du mal beim Schrauben da die Sitze ausgebaut hast und musst die Karre aus der Halle fahren, weil ein anderer rein will. Ja, die berühmt-berüchtigte Limonadenkiste wirkt Wunder. Ja, genau. Limonadenkiste hast du sehr schön gesagt. Ist ein Traum, der immer noch irgendwann mal in Erfüllung gehen wird. Das ist eine wirkliche Limonadenkiste. Ja, don't drink and drive. Genau. Aber ich finde auch mit der Kapazität 60 kommen wir, glaube ich, am Anfang ganz gut hin. Ja. Das werden wir sehen, wenn wir den ersten Bahnhof sehen. Quatsch. Dürfte ziemlich voll sein, oder? Voll würde ich jetzt nicht sagen, aber da stehen wirklich schon welche. Aber die sehen das als Expressverkehr. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, also der Außenring jetzt Süd, Nord, Ost, da fährt ja keine Straßenbahn bis dato. Nee, richtig. Am nimmt jetzt dem Zug bzw. umgekehrt jetzt nicht so viel weg. Nee, und wir werden die ja einkürzen. Sprich, die wird dann ja fahren bis zu den Bahnhöfen. Ja, und vielleicht eine Linie noch hier bis runter zum Bahnhof. Wenn überhaupt. Kannst du so mit dem Bürgermeister noch durchdiskutieren, was er in so einen Fahrwegeplan reinpackt. Ja, genau. Also das wird noch spannend, muss ich sagen. Finde ich durchaus sehr, sehr interessant. Also wir sind bei 49 Minuten, das heißt, wir werden gleich die Folge beenden. Trotzdem werden wir jetzt nochmal gucken, dass wir einmal nochmal... Also rum? Weiß ich nicht, die ganze Runde? Ja, würde ich schon sagen. Also dafür, dass wir das letzte Mal so in einem YouTube-Short-Format waren. Ja, ich kann schon die Kommentare lesen. Die fühlen auf jeden Fall mit dir.
die Folgen ist doch noch gar nicht veröffentlicht zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen. Es war nur dieselbe Session, also irgendwie. Weiß ja nicht. Aber ist natürlich schon eine andere Geschwindigkeit als die Tram, ne? Also wenn, so schnell. Bis die Tram jetzt am Bahnhof losgefahren ist, da ist ja schon viel passiert. Da finde ich gut. Auch mit dem Kreisel, den wir hier auch mal was anderes. Immer schön mal ein bisschen Abwechslung rein. Mal schick eine Straßenbahnhaltestelle vorne dran in den Kreisel stellen. Finde ich auch. Und in der T-Kreuzung kann man ja die Straße noch so bauen, dass man daran vorbeifährt. Am Bahnhof. Vorbeifährt? Am Bahnhof? Ja, am nächsten Bahnhof dann. Achso. Haben wir ja im Ost haben wir ja eine T-Kreuzung von da dran. Ja. Könnte man ja von der vorhergehenden Kreuzung zur nächsten übernächsten Kreuzung ja dann nochmal eine Verbindung machen und auch dran vorbeifahren. Der Stramm. Klar. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir von Tram von Bahnstation zu Bahnstation kommen, ne? Weil dazwischen hält der Zug natürlich nicht. Das heißt, dazwischen muss die Tram halten. Also sprich Berchtesgaden West erschließen. Am Haltestellen. Ja, Ost und Süd würde ich fast schon zusammenschließen. Dass du dazwischen fährst. Oder wir machen eine Tram von West, halten zwischendurch an Ost, fahren bis Süd und wenden bei Süd und wieder zurück. Ja, aber in Innenstadtbereich dann. Ja, das können wir ja gerne machen. Wir machen drei Linien, die jeweils... Flott, Alter. Da stehen auch schon ein Haufen Leute. Ja. Kannst du schon mal zwei weitere schicken? Also so erfolgreich hatten wir... Hier stehen schon Häuser. Ja. War ja mein die haben wir gerade erst den Bahnhof gebaut. Ich wollte an die noch ein paar Bahnhofsgebäude ranbauen. Ja, ist nicht. Musst du die andere Seite nehmen. Ist nicht, sagt er. Ja, kannst du die andere Seite auch gleich erschließen mit einer Straße. Und einem Gebäude. Oi, hey. Du meinst jetzt links hiervon? Ja. An Gleis 2. Könnten wir einen zweiten Eingang machen und die Straße lang führen. Und könnte man auch eine Treppe ranbauen mit einer Straße. Ja, aber du musst Gebäude ranbauen, dann kannst du ja Hüben und Rüben ein Gebäude haben. Hügen und Rüben? Also auf der einen wie auf der anderen Seite. So. Jetzt bin ich gespannt, wie das hier aussieht. Wir hier irgendwas noch sehen von drinnen? Nö. Das ist echt gut geworden. Den halt den Wall, ja, der bringt nichts, den könnten wir theoretisch auch wegkletten. Überlassen. Dann könnte man hier rechts auch noch gucken. Was denn? Überlassen. Können wir auch lassen. Ein Häuser hinbauen. Oha. Bürgermeister sagt, die letzte Variante von Kante nehme ich so. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Ich muss nochmal zurückspulen. Nein, war Spaß. Oh, die wollen echt alle zum Bahnhof. 40! Und wir hatten nicht mal eine lange Zufahrt oder so. Und die Züglein waren ja auch richtig schnell mit 120 Zufahrt. Ja. Ach, das ist schon. Möchte ich nicht wissen, was auf dem Gleis steht in die Rückrichtung. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Ende. Oh, Cliffhanger. Du bist schuld, Manu. Können sich alle an dich wenden und sagen, oh, Manu ist schuld. Von und daher vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gucken uns dann gleich an in der nächsten Folge. Ihr müsst bis morgen warten, aber viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss.